Leider hat Erik mir eine Quest aufgedrängt. Während sie mich in ihren kleinen Garten hielt, provozierte mich Ursula gerne mit etwas. Sie sagte, es gebe einen Weg, dass Ariel nicht mehr zwischen den Welten hin und her gerissen sein müsste. Dass wir in Land zusammen sein könnten, wann immer wir wollten. Sie sagte, es gäbe eine Art Magie, die es Ariel ermöglichen würde, zwischen Mensch und Meerjungfrau zu wechseln. Ich habe in ihrem Buch in Merlins Bibliothek nachgeschlagen, aber ich kann nicht herausfinden, wovon sie gesprochen hat. Das muss Dreamlight-Magie sein. Es geht also nur darum, die Form zu ändern. Ich sollte mit Mauri sprechen. Er hat so eine Macht. Genau, vielleicht kann er Ariel etwas beibringen. Danke, Gameplayerin. Komm zurück zu mir, nachdem du mit ihm gesprochen hast. Das ist ja wunderbar. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Erstmal eine Sache oder eigentlich zwei Sachen vorweg. Es tut mir leid, wenn ich ein paar kleinere Cuts eventuell im Spiel habe, weil ich zwischendurch immer wieder das Gefühl habe, dass mein Hals so kratzt, dass ich einen Hustenanfall bekomme, der dann meistens auch folgt. Und das cutte ich dann natürlich zwischendurch raus. Des Weiteren habe ich ein wenig rumgespielt. Ich wollte eigentlich, dass der Sound vom Mikrofon sich etwas besser anhört. Leider habe ich es nicht ganz so hinbekommen. Das Problem ist, mit dem Wechsel von Windows 10 auf Windows 11 ist wohl irgendwas Grundsätzliches komplett verstellt worden. Und ich habe wieder so dieses, ich will jetzt nicht sagen, blechern ist es nicht, das ist falsch ausgedrückt, aber die Stimme hört sich wieder ganz anders an. Also es war vorher immer viel klarer und dunkler irgendwie von der Stimmfarbe her. Also mehr real, sage ich jetzt mal. Das ist so ganz klein wenig für mich persönlich verzerrt, wenn ich mich anhöre. Und ich wollte das ausgleichen mit einigen tollen Tipps aus dem Internet, die irgendwie alle aufs Gleiche rausgeführt haben. Und entweder ist meine Stimme jetzt etwas leiser als sonst, das könnte eventuell sein, oder ich hoffe, dass jetzt keine Probleme sind. Also nach meinen Tests gerade sollte sie so einigermaßen zumindest wieder sein, wie es eigentlich sein soll. Nicht ganz, aber noch nicht so ganz so perfekt, aber ich arbeite dran, falls man das irgendwie einstellen kann. Ja, jetzt renn nicht weg, weil ich soll ja mit Maui sprechen. Bleib doch mal stehen. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Hallo Gameplayerin, wie kann ich dir heute helfen? Belästigt dich eine Riesenkrabbe? Soll ich einen Stern mit dem Lasso einfangen? Du bist ein Formwandler, richtig? Ariel sucht nach einem Weg, um sich von einer Meerjungfrau in eine Menschenfrau wieder zurückzuverwandeln. Kannst du es Ariel beibringen? Immer langsam. Ich kann mich verwandeln, aber nur wegen der Kräfte meines magischen Hakens. Und bevor du fragst, nein, du kannst ihn dir nicht ausleihen. Magische Haken sind etwas sehr Persönliches. Du könntest selbst versuchen, ein verzaubertes Objekt zu erschaffen. Ich meine, du bist doch voller Dreamlight-Magie, oder? Wer weiß, es könnte funktionieren. Wäre das so einfach? Ja, das ist die Frage. Ja, das werde ich tun. Aha. Das höre ich gern, Gameplayerin. Du schaffst das. Okay, wenn ich also Ariel und Erik helfen will, muss ich etwas verzaubern. Ich werde etwas brauchen, das Dreamlight-Magie enthält. Vielleicht ein paar gereinigte Nachtscherben. Aber wenn ich mit Dreamlight-Magie arbeite, brauche ich etwas, um den Zauber zu erden. Etwas aus der Erde. Vielleicht weißes Springkraut? Oh, und ein Fläschchen, um alles zu vermischen. Klingt, als würde Merlinge auf dich abfärben. Du hast den Dreh mit der Magie definitiv raus. Oh. Wenn du den ganzen Schrott hast, brauchst du natürlich auch etwas zum Verzaubern. Vielleicht kann Erik dir dabei helfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zaubern, Gameplayerin. Gern geschehen. Ja, danke. Gereinigte Nachtscherben brauche ich noch. Geh mir mal aus dem Weg, bitte. Hallo. Oh, Maui, ernsthaft. Ja, du kannst von mir das Goofy zeigen, was du für tolle Muskeln hast. Hi. Rieche ich da etwa? Rosemary? Ich weiß nicht, was du riechst, keine Ahnung. Gereinigte Nachtscherben, das waren die, die man aber nur herstellen kann, soweit ich weiß, ne? Hier, gereinigte Nachtscherben. Ja, genau, mit den anderen Scherben. Okay, gut, dann machen wir das doch mal eben. Ich habe immer noch ein bisschen Panik, dass jetzt mein Ton sich vielleicht verschlechtert hat, aber ich hoffe wirklich, ich kann jetzt schlecht anhalten und nachgucken, deswegen hoffe ich mal einfach das Beste. So, stelle Formwandlerverzauberung auf einer Werkbank her. Ach so, da müssen wir wieder zurück. Oh, ich bin heute so
komplett neben der Spur, dass ich die Hälfte hier irgendwie gerade vergesse. Ich dachte gerade, Anna ist geflogen. Hilfe. Wo ist Erik? Erik, nein, wenn du jetzt auch noch schlafen gehst, ne? Ich raste aus, Junge. Oh, ich muss auch schon wieder alles gießen. Jetzt bin ich einmal wirklich spät am Abend. Naja, einmal. Aber ich bin heute wirklich spät am Abend jetzt noch hier reingegangen, damit wir zumindest dann morgen... Ach, da ist er. Zumindest dann morgen auf jeden Fall auch eine Folge haben, die ich hochgeladen habe. Könntest du mir vielleicht helfen? Ja, das will ich ja. Hey. Ich wollte gerade sagen, aber du redest nicht mit mir. Hast du etwas von Maui gelernt? Er sagte mir, wir müssen einen Gegenstand verzaubern. Ich habe alles zusammengestellt, was wir für den Zauber brauchen. Bis auf den Gegenstand, den wir verzaubern müssen. Hm? Einen Gegenstand verzaubern? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal. Ursula. Als sie mit Ariel eine Abmachung für ihre Stimme machte, benutzte Ursula einen Nautilus-Muschelanhänger. Damit konnte sie mit Ariels Stimme... Damit konnte sie mit Ariels Stimme zusprechen. Okay, lass ich mal so stehen. Also wissen wir, dass sie verzaubert werden können. Eine Nautilusmuschel. Ist das eine Krakenschnecke? Lass uns eine besorgen. Das wird nicht einfach, da sie tief unter den Wellen leben. Aber vielleicht können wir eine nach oben locken. Sie sind Aasfresser. Wir müssen etwas, das übelst riecht, als käme es aus den Tiefen des Ozeans, holen. Ich habe dieses Fischdarmöl, das Matrosen manchmal verwenden. Vielleicht können wir sie mit ein paar anderen Zutaten kombinieren. Aber ich bin mir nicht sicher, was funktionieren würde. Ich werde Remi fragen. Er weiß alles über die Kombination von Geschmacksrichtungen. Das ist toll. Hier, nimm das Fischdarmöl mit. Und danke nochmal, dass du mir geholfen hast. Wenn er doch so dankbar ist, wieso zeigt er mir dann immer seinen Hintern und dreht sich von mir weg? Also irgendwie... Ja, ja, bis bald. Remi! Oh, Remi, ich habe eine Truhe gefunden. Kommt trotzdem zu mir. Ich weiß gar nicht, wo Remi ist. Ich laufe hier so schön rum. Remilein, du süße kleine Ratte. Wo bist du? In welchem Loch hast du dich verkrochen? Ach, hier hinter. Wie stehst du denn hier so alleine rum? Hier, ich gebe dir einfach mal Sachen, wo du nicht weißt, was du damit anzufangen hast. Hey, du bist es! Was hast du mir gerade gegeben, Gameplayerin? Es riecht wie 1000 tote Fische. Ich möchte Köder für einen Nautilus herstellen. Er muss stinken. Ich möchte dieses Fischöl als Basis verwenden. Es wird Spaß machen, genau. vielleicht wirst du den Geruch ertragen können. Es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es für einen guten Zweck ist. Bist du sicher, dass du aus guten Zutaten einen ekelhaften Matsch machen willst? Das wäre so eine Verschwendung. Das ist die einzige Möglichkeit, Ariel zu helfen. Dann helfe ich dir natürlich. Für die Zutaten würde ich Lanzen, Fisch, Krabbe, Knoblauch und Zwiebeln vorschlagen. Wenn du mir das bringst, bereite ich ein Gericht zu, dem kein Aasfresser im Ozean widerstehen kann. In der Zwischenzeit werde ich dein Fischöl gut unter Verschluss halten. Danke. Warum? Gib mir das doch einfach wieder. Dann habe ich doch alles, was ich brauche. Oh Gott, warum müssen die Leute das immer unter Verschluss halten? Ich verstehe es nicht. Das ist doch total unsinnig eigentlich für die Geschichte, weil die drücken mir das ja sowieso wieder in die Hand, damit ich dann damit was machen soll. So, das wollte ich nur mal loswerden. Okay, also, warum wir die Dinge einsammeln müssen, verstehe ich irgendwie immer noch nicht, weil wir müssen das doch sowieso, denke ich mal, an der Werkbank machen. Oder vielleicht auch am, naja, am Köder. Nee, Köder wird aber die Werkbank sein, gehe ich mal von aus. Gut, wir brauchen 4 Knoblauch. Aufteilen. Den nehmen wir mit. Moment, was war das? Achso, das war die Flasche. Ja, ja, okay. Dann 4 Zwiebeln. Die haben wir... Leider nicht so. Haben wir denn unsere Zwiebeln? Das war der Ingwer, das war gar keine Zwiebel. Und da haben wir Zwiebeln. Oh, nein, ich wollte nicht alles reinmachen. Zack. Und du gehst jetzt wieder auf deinen Platz. So, so 4 Zwiebeln, ein Lanzenfisch und eine Krabbe. Fangen wir mal links an. Ein Lanzenfisch und eine Krabbe.
Ja, die brauchen wir hier. Das war der Thunfisch, glaube ich, den ich gelesen habe. Ein Land sind Fisch. Ach so, ich bin ja auch so doof wieder. Ich meine, abgesehen davon, dass das jetzt sowieso nicht teilbar ging. Aber ich sehe doch hier oben, was davon zur Quest gehört. Und ich bin wieder am Gucken. Oh, wo steht denn hier Lanzenfisch? Oh Gott. Ja, wie gesagt, wir haben schon sehr, sehr spät. Bringe Remi die Zutaten für den Köder. Ach so, ich dachte, wir sollen die direkt selbst herstellen. Dann nicht. Okay. Dann müssen wir Remilein suchen. Entschuldigt, wenn meine Stimme sich hier komplett schief anhört gerade, aber ich habe... Nein, stopp, halt, nicht weglaufen. Ich habe, wie gesagt, einen total kratzigen Hals und ich bin total müde. Das ist eine sehr schlechte Kombination, um dann auch noch kleine Gesangseinlagen zu machen. Remi, altes Haus, ich gebe dir mal diese stinkende Zutaten. Bitteschön. Obwohl, die Zwiebeln habe ich gestern selber gegessen. Die waren sehr lecker. Hallo! Ich kann es nicht fassen, dass ich das mit hochwertigen Zutaten mache, aber wenn es Erik und Ariel hilft, zusammen zu sein, werde ich es versuchen. Nun, um den Köder zu machen, Augenblick. Oh. Hier, und halte das jetzt bitte von meiner Nase fern. Ich muss dann an einem Eimer frischer Kräuter riechen, um meinen Gaumen wieder zu reinigen. Wir sind ein gutes Team. Ja, danke. Finde ich auch. In deinem Inventar, um ihn an einer Angelrute anzubringen. Ach so, Moment. Ach so, da kann man auch direkt mit rechts klicken. Haha, wieder was gelernt. Angle einen Nautilus am schillernden Strand, wo der Fluss ins Meer mündet. Welcher Fluss? Okay. Meinen die sowas hier? Sollte vielleicht erst die Angel... Das ist nicht die Angel. Okay. Oh Gott, ich habe schon ein paar Tage nicht mehr spielen können. Beziehungsweise fast eine Woche lang jetzt nicht mehr spielen können, weil wir hier die Handwerker die ganze Zeit hatten. Und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Ich weiß nicht mehr, wann ich rechts klicken muss. Ich weiß nicht mehr, wann ich links klicken muss. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Oh, Goofy, jetzt jubel hier nicht rum. Ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Aber dafür klaue ich mir direkt mal noch ein paar Muscheln. Weil Muscheln kann man nie zu viel haben. So. Okay. Probieren wir es mal hier. Ich meine, das ist nicht so direkt die Stelle. Nein. Warum backt das? Warum ist der erst da hinten an dem Kreis und dann backt der wieder zurück? Was soll das? So haben wir nicht gewettet. Goofy, sag mal, du hast mir eben schon kein Glück gebracht. Hau doch mal einfach ab. Vielleicht kriege ich dann ja so ein Viech. Was ist das denn hier? Moment, hier ist zum Beispiel... Ich meine, das ist kein Fluss so direkt, aber... Obwohl, naja, wenn das da hinten rauskommt... Ich bin, aber der angelt jetzt daneben, oder? Du angelst mir doch jetzt... Ja, klar angelst du mir Seetang. Wegen den 2 Millimetern hättest du jetzt auch da reingehen können. Aber na gut. Ich will mich nicht beklagen. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich jetzt genau angeln muss. Das ist mein Problem. Die Nautilus. Also die Nautilus war es nicht. Wer Jules Verne gelesen hat, vermutlich keiner von euch. Ist ein sehr dickes Buch, was schon sehr alt ist im Endeffekt. Bringe Erik den Verwandlungszauber und die Nautilus. Die Nautilus, genau. Da oben ist er. Moment. Lauf nicht weg, ich bin sofort bei dir. Ich meinte natürlich den Nautilus, aber da ich die ganze Zeit von der Nautilus gesprochen habe, war das jetzt ein bisschen... Geh mir doch mal aus dem Weg, ich muss den Prinzen retten. Ariel retten, aber mit dem Prinzen reden. Meine Liebe, eine Nautilus. Hey. So guckte er gerade. Du hast es geschafft, ich bin beeindruckt, Gameplayerin. Oh, danke. ich hoffe, dass sie dir und Ariel helfen wird. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Jetzt stelle ich einfach den Zauber zusammen, den du mit der Nautilus-Muschel gemacht hast. Und wir dürfen es wieder nicht sehen. Das ist so fies. So, jetzt müssen wir Ariel nur noch den Nautilus-Anhänger geben. Hier, schmeiße ich dir einfach mal auf den Kopf. Nein, ich habe nichts getrunken. Ich bin einfach heute so drauf. Also wer die Frage mir jetzt stellen wollte. Tolles Deutsch übrigens. So, bringe Ariel die Nautilus, wollte ich gerade wieder sagen.
Ariel? Ariel, es wäre schön, wenn ich wüsste, wo du bist. Nein. Nein. Böse, Meerjungfrau. Böse. Du willst doch nicht etwa da runtergehen? Oh. Also, oh. Dann ist sie wieder unten an der Stelle, wo ich wieder nicht drankomme. Bleibt die jetzt da oben? Wenn die jetzt da nicht runtergeht, wenn die jetzt da runtergeht, ne? Dann raste ich hier innerlich aus, ganz ehrlich. Ich stehe hier mit deinem Traumprinzen Erik und wenn du jetzt so dämlich bist wie die Ursula, die ihr immer von Platz zu Platz hüpft, wo ich nicht hinkomme, dann werde ich böse. Nein, du bist lieb, du bist Ariel. Ah! Eine Nautilus. Oh, hallo! Ein Geschenk von Erik. Was ist es? Es ist verzaubert. Es soll dir helfen, dich nach Belieben in einen Menschen oder eine Meerjungfrau zu verwandeln. Also, du und Erik können zusammen sein. Ja gut, das können sie auch so. Du kannst zurück ins Meer gehen, wenn du eine Auszeit von Erik brauchst. Der ist gut. Also verheiratet, doch, die sind ja eigentlich verheiratet, also passt das ganz gut. Du kannst damit das Beste aus den beiden Welten haben. Das heißt, ich kann dich an Land begleiten, aber ich muss mich nicht vom Meer verabschieden. Das ist fantastisch. Ja, finde ich auch. Und ich hätte es noch fantastischer gefunden, das zu haben, bevor ich dich auf Level 10 gelevelt habe. Das nur mal so am Rande. Danke, ja. Gempärin. Ich werde es sofort aufsetzen. Ariel, das ist eine Halskette. Das ist nichts für den Kopf. Ich frage mich, ob hier jemand einen Schnickschnack oder ein... Einen Schnickschnack oder ein... Okay. Der ist vor Entzückung, ist er mit der Flöte am Trommeln, wollte ich gerade sagen. Boah, es ist echt zu spät. Ich muss ins Bett. Ich merke das schon. Es hat funktioniert, Gameplayerin. Jetzt können Ariel und ich im Dorf zusammen sein. Und Ursula kann nichts dagegen tun. Ich kann dir nicht genug danken. Jetzt können wir endlich unser gemeinsames Leben hier genießen. Toll, hast du das gemacht. Ja, ne? Finde ich auch. Und du hast direkt die nächste Quest für mich. Das ist doch toll. Hey, Gameplayerin, hast du Zeit zum Reden? Ich muss dich was fragen. Natürlich, wie kann ich helfen? Würdest du sagen, dass du dich nach Abenteuern sehnst? Nö. Also, ja. Ja und nein. Ich habe viele Abenteuer, die ich jeden Tag erlebe irgendwie. Ist das eine wichtige Frage, die du mir stellen wolltest? Nicht wirklich. Ich würde lieber ein Nickerchen machen. Ja, ich auch, ehrlich gesagt, um diese Uhrzeit. Definitiv. Ich wusste es. Bestimmt verstehen wir uns deshalb so gut. Wie auch immer. Vor dem Vergessen bin ich auf den Meeren rund um das Tal gesegelt. Das war toll. Die salzige Meerluft, der Wind, der einen ins Gesicht weht. Manchmal habe ich sogar Artefakte aus dem Tal entdeckt und sie zur Archivierung zurückgebracht. Du musst wieder mit dem Segeln anfangen. Nein, ich sag mal, du musst es sehr vermissen. Ich will. Du musst es sehr vermissen. Ich will. Was? Ich möchte wieder segeln, aber zuerst brauche ich ein paar aktuelle Karten. Das Meer hat jetzt etwas Komisches an sich. Es scheint sich die ganze Zeit zu verändern. Ich werde Dagobert Duck fragen. Naja, ein Abenteuer. Immerhin würde er nie Nein zu einer Geschäftsmöglichkeit sagen. Ich werde ihm keine Wahl lassen, genau. Ja, auf sein Interesse an Geld verdienen kann man sich immer verlassen. Könntest du ihn noch Karten von den Meeren rund um das Tal fragen? Er wird wissen, was wir brauchen. Bis bald. Wenn ich zwischendurch mal ein wenig abgelenkt wirke, dann liegt das an dieser miesen kleinen Fliege, die mir ständig versucht, in die Nase reinzufliegen, während ich hier gerade am Aufnehmen bin. So. Ich hoffe, er ist in seinem Geschäft, aber wo sollte er eigentlich sonst sein, ne? Ich meine... Oh, Ariel ist auch da. Hallo, Ariel. Ich will mal ein Selfie mit dir machen. Bleib mal stehen. Ich bin so froh, dass Erik hier ist. Guck mal hier. Ja, genau so, genau. Ja, Moment, ich muss... Nein, halt, stopp. Ich wusste nicht mal, welche Tasten ich drücken muss. Oh Mann, so, zack. Oh, Ariel, du siehst ziemlich scheiße aus. Nein, das wollen wir nicht. Ja, dann speichere es von mir aus, damit wir hier weiterkommen. Nein, du sollst auch nicht so scheiße aussehen. Okay, das ist ein schönes Bild, das nehme ich mal. Tut mir wirklich leid, aber ich brauche solche Bilder. Ich finde solche Bilder toll. Ich sehe mir so gern die Menschenwelt an. Ja, mach das mit Anna zusammen. Ihr würdet euch gut verstehen, glaube ich. Oh, stimmt. Ich war noch nicht bei Dagobert. Hallo, Wolli übrigens. Dagobert, ich komme sofort auf dich zurück. Ich muss nur mal eben ein paar lustig aussehende Sachen einsammeln. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich mache auch ganz schnell.
weil wir nicht so viel... Was ist das denn? Einen schönen Tag noch. Naja, als schicke Hose würde ich das nicht bezeichnen, aber wir nehmen die mal mit. So, das Wichtigste, pinke Haare. Pinke Haare sind immer wichtig. Hallo. Die nehmen wir mit. Auch wenn die Pony haben. Pony sieht immer scheiße aus. Also, an mir sieht der Pony scheiße aus. Ich habe halt kein Pony-Gesicht. Was ist das? Cinderella? Einen schönen Tag noch. Gut geraten. Ja, cool. Das Hallo. Weiß ich gar nicht, ob ich das habe. Das nehmen wir trotzdem mal mit. Eine Ming-Vase oder Sei sowas. Sei gegrüßt, Nachbar. Okay, es ist eine Lehmvase vom König der Löwen. Hey, ich habe einen Job für dich. Ja, ich habe einen Job für dich, aber ich will mal ganz kurz hier sagen. Hast du eine Minute Zeit? Nein, du musst mal eben eine Minute Zeit haben, aber ich möchte immer. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich weiß, Hallo. Ich sollte sowas offline machen. Ich weiß, aber ich vergesse das sonst nachher wieder. Die habe ich schon, da habe ich so viele von. Aber den nehmen wir noch eben. Einen schönen Tag noch. Hey! Ich glaube, den habe ich auch schon dreimal, aber was soll. Der sieht mal hammergeil aus. Hallo! Die Schöne und das Biest. Hey. Ja. So, und jetzt können wir mal eben. Sei gegrüßt, Nachbar. Hallo, Gameplayerin. Was führt dich heute zu mir? Ein neues Geschäft vielleicht? Erik möchte wieder zur See fahren. Stimmt es, dass Erik früher... Ich möchte eine Navigationskarte. Genau. Nee, wir sagen mal, Erik möchte wieder zur See fahren. Ei, das ist großartig. Es ist gut, junge Menschen mit Unternehmergeist zu sehen. Natürlich braucht er aktuelle Karten. Oh, da habe ich genau das Richtige. Vor kurzem habe ich neue Karten bekommen, die Gewässer rund um das Tal zeigen. Auf hoher See kann man sich leicht verirren. Da. Sag Erik, dass diese Karten ohne einen zuverlässigen Kompass keine große Hilfe sein werden. Ja, ich hoffe, er hat einen. Ansonsten könnte Anna vielleicht, beziehungsweise Christoph vielleicht einen haben. Ich denke jetzt schon mal direkt drei Schritte voraus. Die Sachen sehen nicht so toll aus. Erik! Vor allem, die haben sich gerade wiedergefunden und dauernd laufen sie alleine rum. Ich mache mal ein bisschen Sorgen um die Beziehung zwischen Erik und... Guck mal, hier auch. Christoph ist am Pennen und Anna ist hier noch am Rumlaufen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also alle Pärchen, denen ich wieder zusammengeholfen habe... Das war jetzt ein komischer Satz. Die sind irgendwie immer alleine unterwegs. Ich muss mit dir reden. Danke fürs Vorbeikommen. Diese Karten sind toll. Aber Herr Deck hat gesagt, dass sie dir nicht viel helfen werden, wenn du keinen Kompass hast. Ach, ich hab einen. Du hast ihn mir gegeben, damals vor dem Vergessen. Aber irgendetwas ist damit passiert, als Ursula mich gefangen hielt. Er funktioniert nicht mehr. Es muss entmagnetisiert worden sein. Schlimmes Wort. Ich werde zu Wally gehen. Er hilft immer gerne. Die Lösung muss in seiner Sammlung liegen, genau. Er kennt sich mit mechanischen Dingen aus. Das stimmt auch. Aber er hilft doch immer gerne. Der kleine, lustige Metalltyp. Er ist Ariels Freund. Und du hast recht. Er wird sicher wissen, was zu tun ist. Hier, nimm meinen Kompass. Ich werde anfangen, mir diese neuen Karten anzusehen. Das ist ja wunderbar. Ich will aber keinen... Ich laufe die ganze Zeit noch mit dem Selfie, also mit dem Handy rum. Fällt mir gerade so auf. Wally... Moment, ich port mal eben rüber. Und markiere dich nochmal, aber du kommst schon auf mich zugelaufen. Der läuft wieder auf mich zu, die anderen laufen vor mir weg. Das ist manchmal so komisch. Also so seltsam. Guck mal, Wally, ein Kompass. Du weißt nicht, was du damit machen musst, aber ich sag's dir jetzt. Wally, Direktive. Hallo, Wally. Könntest du mir bitte mal diesen Kompass ansehen? Und Donald, könntest du bitte mal die Klappe halten, wenn ich hier was vorlese? Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu reparieren. Ui. Tada. Okay, in diesem Buch steht, dass ich einen neuen Dreamlight-Magneten für den Kompass aus Teilen zum Basteln, Eisenbarren und Kristallen herstellen muss. Alles klar. Dann besorge ich dir die Sachen, damit du ihn bauen kannst. Lass uns loslegen. Yippie! Teile zum Basteln. 6 Stück. Ich weiß nicht, ob wir noch so viele machen können. Eisenbarren. Habe ich auch ein bisschen Panik, aber ich glaube, da hatten wir eigentlich noch genug von, ne? Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Und Teile zum Basteln. Ich habe es schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. 5 Stück brauchen wir noch. Okay. Ach, da brauchen wir die Eisenbarren für. Oh.
Das heißt, ich habe jetzt 4 verwendet, oder? Ich brauche aber 4, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte. Achso, ja, das muss ich ja auch. Ich gehe mal raus und vergesse dann wieder, dass ich ja noch irgendwas herstellen muss. Ein Dreamlight-Magnet kommt sofort. So. Wolli, da oben. Nicht weglaufen. Bitteschön. Oh. Tada! Der Kompass ist so gut wie neu. Vielen Dank, Wolli. Bring den Kompass zu Erik. Erik, sag mir bitte, dass du noch wach bist, sonst drehe ich durch. Da unten ist er. Jetzt mach, Mann. Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt eigentlich so ausgetrocknet sind. Immerhin habe ich die das letzte Mal... Ja, ich glaube, die muss man zweimal gießen, ne? Ja, die muss man zweimal gießen. Ah, okay, dann verstehe ich doch, warum die so ausgetrocknet sind. Wo ist Erik denn? Ach, da hinten. Er schaut sich das schöne Meer an. Ich wollte gerade sagen, den schönen Sonnenuntergang, aber der ist im wahren Leben ja schon lange vorbei. So, bitteschön. Der schaut mich immer an, als wäre es eine große Liebe irgendwie. Wow, Gameplayerin, du bist ziemlich beeindruckend. Du hast mir die Karten besorgt und meinen Kompass repariert. Ich werde in kürzester Zeit wieder in See stechen. Aber bevor ich gehe, möchte ich dir noch etwas zeigen. Lass uns zu meinem Haus gehen. Gerne. Ich weiß nur gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das hingestellt habe. Das ist mein Ernst. Habe ich das in Walter... Ach nee, da oben. Ah, gut. Es wird markiert. Das ist schon wieder so lange her. Das gehört übrigens eigentlich gar nicht in den Wald, sondern das gehört eigentlich an den Strand, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Das hier ist eine Insel, auf der ich Zeit verbringen kann. Moment, das ist Dreamlight. Also hier dieses von den Events da. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. So, und nu? Hast du... Komm mal ein Stück hier rein, dann kann ich dich... Ach, komm wieder nicht. Erik, Mann. Hey! Ich habe von meinen Reisen immer alle möglichen Artefakte aus dem Tal mitgebracht. Wir haben sie aufbewahrt und archiviert und ich habe Blaupausen angefertigt, damit wir jederzeit Nachbildungen bauen könnten. Jetzt, nachdem du meinen Kompass repariert und mir neue Karten gebracht hast, kann ich wieder segeln und die Blaupausen verkaufen, die ich hier in meinem Haus hergestellt habe. Das wird mir dabei helfen, zukünftige Expeditionen zu finanzieren. Ich helfe dir gern bei deinen Projekten. Aha. Danke, Gameplayerin. Du bist eine tolle Freundin. Mhm. Ich musste mal kurz einen Schluck trinken. Ich glaube nämlich, mir ist irgendwie dieses blöde Viech in den Rachen reingeflogen. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich den Schluck getrunken, als das Teil hier jetzt gerade gemacht wurde. Komme jederzeit wieder vorbei und schaue auf dem Tisch in meinem Wohnzimmer nach, ob was dabei ist, das dir gefällt. Ah... Ich habe bereits einige alte Blaupausen hinzugefügt, die ich gefunden habe. Ich werde so oft wie möglich neue Sachen hinzufügen. Das ist fantastisch! Ja, das finde ich auch fantastisch! Das ist klasse, jetzt dreht der mir schon wieder den Rücken zu. Das finde ich nicht mehr so fantastisch. War der jetzt ausgelevelt oder... Ach, der war erst auf Level 7. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt die letzte Quest gewesen. Na gut, aber wir gucken hier mal nach, was das soll, wollte ich gerade sagen. Muss ich die anklicken? Ach, die kann ich denn kaufen? Ah, Moment. Ja, aber was mache ich damit? Kann ich damit dann zu Hause, also Häuser bauen, oder? Nee, hier, Kompass-Ottomane. Keine Ahnung, ich kaufe das jetzt einfach mal. Weil ich habe ja hier drauf geklickt und dann kam auf einmal 2500. Was ist das jetzt? Der hat sich übrigens gerade genauso angehört wie hier der Christoph. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Woran sehe ich denn jetzt, was das soll? Was das sein soll? Also ich habe hier jetzt überhaupt nichts. Da denke ich mir mal, werde ich ja nichts haben. Das ist aber doch jetzt nichts zum Bauen gewesen, oder?
bin jetzt gerade massiv verwirrt, ehrlich gesagt. Und ich denke nicht, dass wir jetzt hier irgendwas beim Bauen, also fürs Bauen, zum Bauen, was auch immer, dazu bekommen haben. Oh, ich habe eine Schaufensterpuppe. Das wusste ich sicher mal, aber das habe ich dann irgendwann auch wieder vergessen. Ich habe so viel gekauft, aber ich hatte halt noch keine Möglichkeit, irgendetwas großartig... Oh, rotes Schiffchen von Stitch. Irgendwas großartig... Ach so, das sind alles die Sachen für drinnen. Aber für drinnen, das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder? Achteckiger Spiegel? Nee. Ja. Also solltet ihr wissen... Wenn ich von diesem Ort erzähle, glaubt ihr mir kein Wort. Mhm. Also, wenn ihr irgendetwas wisst, was das jetzt genau war oder wo ich das jetzt sehen kann oder wie ich das benutzen kann, keine Ahnung. Weil wie gesagt, bei mir im Inventar ist auch nichts. Warum habe ich eigentlich so viele Heringe hier drin? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber im Inventar ist auch nichts. Und ich habe irgendwas mit einem Kompass, habe ich jetzt eben gekauft. Deswegen, also wenn ihr da mehr drüber wisst, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, weil das doch für mich gerade etwas verwirrend ist, weil ich jetzt gerade was gekauft habe für 2500, was ich nicht sehen und nicht benutzen kann, so wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht kann man damit auch einfach nur irgendwas ausbauen bei ihm, dass er dann bessere Sachen bekommt? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber ich habe wirklich absolut keine Ahnung, was das betrifft. Ja, dann muss ich auf jeden Fall mir mal auf die Liste setzen, dass ich dann für die nächste Folge definitiv Prinz Erik mal aufleveln werde. Das wäre noch Level 10. Das wäre dann wahrscheinlich nur noch eine Quest, eine letzte Quest, die wir jetzt noch machen können. Dass wir die dann vielleicht schon in der nächsten Folge machen können. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als dass ich dann hier erstmal die Folge beende und wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.